bin die Vicky Michalke und ich führe mit meinem Freund Dennis Nielsen zusammen jetzt das Pferdezentrum Dachsau seit ein bisschen über 2 Jahren. Ja, seitdem sind hier Sprünge eingezogen und ich glaube, wir profitieren beide davon. Ich glaube, dass vielleicht wir Dressurreiter ein bisschen mehr Wert legen auf kleinere Details, weil bei uns ist es natürlich so, in der Aufgabe muss das wirklich an dem Punkt sitzen und die müssen ordentlich stehen, und je perfekter die Aufgabe ist oder je besser man das vorbereitet, desto leichter hat man es. Ich finde, das Dressurreiten sind ja immer gewisse Lektionen, die trainieren die immer und immer wieder, bis es irgendwann klappt, und ich versuche dann mit den Dressurpferden einfach was völlig anderes zu machen. Zum Beispiel auch mal im leichten Sitz reiten, so ein bisschen zulegen, aufnehmen. Was ich auch sehr gerne mit denen mache und was denen auch sehr viel Spaß macht, den Dressurpferden, ist so Stangenarbeit, Sprünge, Cavalettis, kleinere Sprünge. Dann bocken die Pferde mal danach, die freuen sich, die kriegen einfach so ein bisschen, finde ich, den Kopf frei. Und dann haben sie den Kopf auch wieder frei für die Dressur, und ich finde, das hilft ihnen schon ganz gut. Mein Name ist Dennis Nielsen. Ich bin mit meiner Freundin hier mittlerweile seit 3 Jahren im Pferdezentrum Dachsau. Das betreiben wir zusammen. Das Besondere bei uns hier am Pferdezentrum ist, dass wir Dressur und Springen vereinen. Meine Freundin reitet bis Compris Dressur. Ich bin im Springen unterwegs. Klar, über so eine Stange reiten oder über ein Cavaletti, das kriege ich auch hin. Aber die Dressurpferde sind ja doch nicht so sicher da drin oder gucken doch mal eher oder sind das einfach nicht so gewöhnt wie so ein Springpferd, was von Anfang an lernt, über Stangen zu gehen. Und wenn er den Pferden vielleicht diese erste Sicherheit gibt, dass eben Cavaletti oder eine Stange nicht so schlimm ist, dann traue ich mich da auch eher, das einfach einzubauen und das in die tägliche Arbeit mehr einzusetzen. Und wenn ich jetzt am Turnier bin und Dennis ist zu Hause und er reitet die Pferde locker, ist das einfach eine super Abwechslung. Also die haben da auch richtig Spaß dabei. Vicky und Dennis, die haben natürlich unheimlich Vorteile, voneinander zu lernen, Dressur und Springstall. Das ist natürlich so, der Springreiter hat nur Erfolg, wenn ein Pferd dressurmäßig super ausgebildet ist. Das heißt, das kleine 1x1 muss ein Springpferd können, Bremse, Gas muss funktionieren, das heißt eben Paraden müssen angenommen werden, Wechsel müssen gesprungen werden. Der Springreiter muss korrekt reiten, und ein Dressurreiter ist in der dressurmäßigen Arbeit zwar nicht jeden Tag die Lektion, aber er arbeitet sein Pferd korrekt, immer korrekte Hufschlagfiguren. Und der Springreiter hat da einen Vorteil durch, dass er eben auch im Training korrekte Wege reitet und sich das abgucken kann. Sehr oft ist das so, überhaupt mit jungen Pferden ist so, dass viel zu früh mit dem Springsport angefangen wird, weil das Pferd noch dressurmäßig gar nicht ausgebildet ist, so weit, dass man mit Springen anfängt. Und deswegen noch einmal, diese Kombination mit Dressurstall und Springstall können beide haben Vorteile, für beide Seiten diese korrekte Ausbildung.